Viel mehr Kontur, aber es gefällt mir. Ja, das ist Beton, ne? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, mal wieder aus meinem Mama-Alltag. Ich filme so ein bisschen heute. Es ist Wochenende und ich freue mich total. Es sind jetzt bald Osterferien und der Alex hat dadurch auch keine Technikerschule, was richtig cool ist. Und wir freuen uns schon auf die Familienzeit. Ich mache mir gerade Frühstück. Die Kinder sind auch schon wach. Leona darf heute zu Hause bleiben. Da ist Pauline mit einem Babykick. Sie hat schon ihre Morgenmilch bekommen. Die ist seit 5:30 wach. Sehr meckerig, weil sie Zähnchen kriegt. Jetzt wird erstmal gegessen. Ich habe mir den Tisch schon eingedeckt. Ein Glas Orangensaft, Wasser, Vanille-Cappuccino, ein paar saure Gurken. Typisch für die Schwangerschaft. Milch brauche ich noch. Brötchen sind im Backofen. Restwärme hoch, aber ich glaube, die dürften jetzt fertig sein. Ja, sieht gut aus. Gleich bekommen wir Besuch. Die machen richtig coole Wandgestaltungen. Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal unten in der Infobox. Da gibt es Wände in Metalloptik. Also es ist so eine Spachtelarbeit. Ich zeige euch das nachher am Ende, wenn es fertig ist. Es gibt Einhornspucke, was ich auch mega cool fand. Stört das jetzt, wenn man die Wand in einer anderen Farbe hat? Muss man vorher weiß streichen? Nee, die Farbe ist super deckend. Das ist gar kein Thema. Da kann man direkt drüber gehen mit einem Arbeitsgang. Ach so, die Steckdosen hat jetzt Alex gar nicht abgeschraubt. Ist nicht schlimm, die klebe ich ab. Ach, das sind die Farben? Farben oder Spachtelmasse? Ist die Spachtelmasse, genau. Da wanders deine Wand mal an, das hört sich echt cool an. Hier, das sind diese Schwämme, die habe ich auf der Internetseite gesehen. Genau, das ist der Effektschwamm, da kann man dann nachher schön sauber die Lasur mit auftragen. Die nehme ich immer dafür, ja. Damit trage ich das dann gleich auf. Dann hast du auch die Haptik richtig schön. Genau, dann kriegt man diese schöne Oberfläche hin. Leona hat schon fertig gegessen, die malt oben für den Osterhasen. So, ich bin jetzt fertig mit Frühstücken und die Kinder spielen im Spielzimmer. Ja! Es ist total laut, was macht ihr? Der Jim, was ist los? Ja, ein bisschen verwüstet. Unten wird circa 2 Stunden da gespachtelt. Dann muss das einmal trocknen und dann kommt die nächste Ladung um 16 Uhr. Ich dachte mir, ich nutze die Zeit, gehe gleich erstmal duschen und mache meinen Haushalt. Und Pauline muss gleich auch schon ihren Mittagsschlaf machen. Es regnet heute, das heißt, die Maler können auch nicht für draußen kommen und die Fassade weiter anbringen, die Dämmung. Hier ist noch Paulines Schlafsack. Sie hat ja wie gesagt heute Morgen noch ein bisschen hier mit mir gekuschelt. Aber sie ist nicht mehr eingeschlafen. So, geht schon weiter. Die Seiten wurden abgeklebt, dann wurde, ich kann ja drauf gehen, ne? Ja, klar. Hier alles ausgelegt und damit wir nachher eine schöne gerade Kante haben, wird das einmal weiß. Gestrichen. Haben wir hinten noch ein Etikett drauf, wo wir dann die Step-by-Step-Anleitung mit drauf haben. Okay. Nur jetzt habe ich es aus der Produktion direkt rausgenommen, weil es frisch produziert wurde. Ja. Extra für dich heute. Die trägt man auf, das ist der erste Step und nachher kommt die Lasur drauf. Okay. Dann kann es auch schon losgehen. Das sieht ja schon mal grau aus. Ganz normale graue Paste, genau. Boah, die ist richtig schwer. Da sind ganz feine Fasern drin, wie man das sehen kann, wenn man das so ein bisschen hochzieht. Ich würde das beschreiben wie eine Schuhcreme eher. Genau, wir haben schon gesagt, man muss kein Maler sein, um das zu können. Nee, das kann wirklich jeder. Das ist ziemlich einfach. Einfach ansetzen und hochziehen. Und dann lasse ich die gleich ein bisschen anziehen und gehe nochmal so glatt drüber. Dann kriege ich diese Struktur. Ah, jetzt sieht man das. Cool. Schmeckt der Joghurt? Wenn du den machst, dann kannst du ihn auch mal essen. Pauline schläft, ne? Dann holen wir gleich deine Freundin ab. Leona hat was für den Osterhasen gemalt. Das ist so süß. Da ist der Osterhasen, den hat sie selbst gemalt. Wo wir jetzt ja ein bisschen weiter weg, weil wir sind umgezogen. Wir sind umgezogen, ja. Und da müssen wir immer mit dem Auto fahren. Müssen wir mit dem Auto in die alte Stadt fahren. Hier ist auch noch mein Hase. Das ist für ihre Freundin Jana. Das ist ein Einhorn. So, ich bin mittlerweile auch mal fertig hergerichtet. Der Dustin ist jetzt fast fertig mit dem Spachtel. Ich zeige euch das mal. Man muss sagen, in der Kamera kommt es nicht drüber wie in echt. Das ist leider so. Man sieht die Struktur ganz schlecht in der Kamera. Ich versuche das mal hier aufzunehmen. Na doch, man sieht das hier so. Pauline, müsst mal was sein. Du musst so lange schlafen. Leona möchte unbedingt Jana abholen, aber Jana ist noch in der Schule. Und wir holen gleich Mamas Auto ab, was in der Werkstatt ist, ne? Warum ist denn die Werkstatt? Die Wischanlage war kaputt und wir haben eine Polsterreinigung gemacht. Wir wollen mit dem Auto in Urlaub fahren, ne? Hast du dein neues Batman-Shirt an? Von H&M?
Also den Effekt, den wir in der Mitte haben, den kriegt man am besten immer hin, indem man den Spachtel einfach nimmt, draufdrückt und wieder abzieht. Ja. So steht dann die Paste, sage ich mal, auf. Und dann braucht man nur ganz leicht den Spachtel draufhalten und drüber ziehen. Und dann kriegt man diese Muster, diese Vertiefungen hier rein. Und das kann man dann so oft machen, bis es einem gefällt. So, das dann ist wieder zurück. Ja. Ein paar Stunden später. Und jetzt fangen wir an damit, erstmal die Tiefen rauszuarbeiten. Also sowas hier, alles was man so sieht, wo man denkt, das könnte schön aussehen, wenn da so ein bisschen Schatten mit reinkommt. Da fangen wir an mit einer dunkleren Lasur. Also mit der hier. Da steht dann noch hinten drauf, wie man es macht. Und dann gehe ich jetzt einfach zum Beispiel bei dem hier, da habe ich so eine tiefe Stelle. Da gehe ich einfach so rein und verreibe das dann ganz unregelmäßig. Nicht in Kreisen, das sieht man nachher. Einfach so hin und her. Jetzt sieht man da richtig, wie die Tiefen kommen. Wenn man was Dunkles drauf hat und man sagt, oh, das ist mir jetzt aber zu dunkel geworden, das gefällt mir gar nicht. Gehe ich wieder mit dem hellen drüber. Dann nehme ich einfach die helle Lasur und kann dann, gehe ich wieder nach und das ist, sage ich mal, fast wie so ein Radiergummi. Dann kriege ich wieder eine hellere Fläche hin. Der Alex ist hier irgendwo im Keller. Und darf euch das hier nicht zeigen. Das ist jetzt katastrophal. Hi. Oh. Nicht das raus. Nein, ich habe schon gesagt, ich will hier nicht. Hier ist es chaotisch. Ja? Willst du gleich einmal gucken kommen wegen der Wand, wie dunkel du die haben willst? Weil er macht gerade die Lasur schon drauf. Jetzt? Ja. Wie man hört, Jana ist da. Die Kinder sind oben am Spielen. Pauline schläft noch. Hier können wir gleich mal aufräumen. Gleich kommt Janas Mutter. Dann quatschen wir noch ein bisschen. Ich bin noch ungeschminkt und Linda kommt gleich. Wir schauen mal, was die machen. Na? Mach die. Was macht ihr? Mach die. Räumt ihr nachher noch auf? Alles aufgebaut hier. Lassen wir die mal in Ruhe spielen, die Mädels. Ich muss Pauline jetzt auch gleich schon wecken. 17 Uhr ist es schon. Nicht, dass sie heute Abend nicht mehr schläft. Alex macht den Keller noch weiter. Es sind überall noch Baustellen. Ich habe übrigens für Linda eine Kleinigkeit. Und das sollte ich ihr geben. Schaut mal, ist das nicht süß? Das ist für Linda, für ihr Baby. Das hat die liebe Moja uns genäht. Mit Babyschüchen und der Strickjacke und mit den Ohren. Dazu den passenden Strampler. Richtig süß. So, jetzt ist die Lasur fertig. Jetzt wird noch geschliffen. Und das denn klebt gerade alles ab. Alex sagt nicht. Viel mehr Kontur, aber es gefällt mir. Ja, das ist Beton, ne? Ja. Ja, das ist so ein bisschen Kontrast zu den weißen Wänden. Nee, sieht gut aus. Okay. Mega. Ist auch zufrieden? Ja. Linda ist jetzt da. Dennis. Wir haben griechisches Essen bestellt. Brötchen, jeder hat einen Salat. Pauline wurde mir schon wieder geklaut. Nicht nur dir, mir auch. Und dann haben wir hier so ein paar Gerichte. Leona darf als Erste. Kriegst du gleich noch, warte. Erst, wenn du das aufgegessen hast. Hi, es ist der nächste Tag. Ich dachte, ich nehme euch noch ein bisschen mit. Wir waren gerade bei Porta SB Boss, heißt das so? Und im Gartencenter. Haben ein bisschen was geschaut. Was ist da los? Pauline will rauskrabbeln. Das ist nicht gut. Genau, wir haben ein wenig Deko auch gefunden. Eine Kommode und ein Bild. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird nicht jedem gefallen. Aber uns gefällt es, das ist die Hauptsache. Ich habe eine Mama-Latzhose an. Ich bin jetzt in der 19. Schwangerschaftswoche. Die Kugel wächst extrem schnell jetzt in der 3. Schwangerschaft. Ich wollte euch einfach mal nur zeigen, was wir Schönes gefunden haben. Das, was jetzt hier steht, haben wir aus dem Gartencenter. Als allererstes habe ich diese Orchidee mitgenommen. Die fand ich total süß, weil die halt so gebogen ist. Den weißen Übertopf und den wollte ich gerne ins Badezimmer oben stellen. Dann haben wir einmal Dünger mitgenommen. Wir haben uns einen Bonsai-Baum geholt, den kann ich nachher euch auch mal zeigen. Dann halt so ein paar Aufbewahrungssachen für die Bäder. Ich fand die beiden total schön. Einmal das Runde, das Eckige. Die beiden waren reduziert, sowie diese Betonoptik-Schale. Also alles in Betonoptik war reduziert. Von 12 Euro auf 6 Euro. Genauso wie dieses hier. Und ich dachte mir halt perfekt für Haarspangen oder Kleinteile. Dann habe ich noch für 2 Euro diese Schale mitgenommen. Ich weiß noch nicht, was wir da genau mitmachen. Aber ich habe mir gedacht, dass man da vielleicht Shampoos draufstellen kann. Dass man hier solche Badesachen reinlegen kann. Die gab es da auch. Total cool. Das sind Badebomben sozusagen. Halt nur als Seife gemacht.
und eins reicht pro Badegang. Das ist Limonengras, das ist Mandarine, sieht man hier auch. Das war Vanille und das war Himbeer, glaube ich. Mal schauen, wie ich das nachher anrichten werde. Es riecht auf jeden Fall unheimlich gut. Dann so zwei Aufbewahrungsboxen aus Stoff. Und dieses süße Teil hier für 4 Euro, nee, 3,50. Da kommt ja unten ein Teelicht rein und dann kann man hier Öle reingeben oder Kerzenwachs. Die sind jetzt von Cent Chips. Ja, das sind so kleine Wachstaler. Die legt man oben rein, dann macht man das Teelicht an und dann duftet es wunderbar. Und das habe ich mir halt perfekt vorgestellt fürs obere Badezimmer, wenn man ein bisschen Wellness machen möchte, wenn es gut riecht. Ich liebe sowas. Die Pauline steht hier an unserer Wohnzimmerlampe. Diese Lampe ist mir einfach definitiv zu klein, sodass wir uns jetzt für eine andere Lampe entschieden haben. Zeig mal, Schatz. Lass mal reinbrechen. Ja, gleich mal. Das ist diese hier aus Draht. Boah, es gibt so geile Sorten. Kaffee, Vanille, Kirsche. Apfel. Die waren ausverkauft. Das war der letzte. Babypuder, das riecht. Oh, das riecht einfach nach Baby. Das ist so lecker. Ich habe sowas auch ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Was schauen wir mal. Wie viel sind das denn? 8 Stück. Das riecht dann gut im Badezimmer. Wir haben auch unser Wohnzimmer heute schon umgestellt. Das sieht jetzt auch etwas chaotisch aus. Genau, so sieht das aus. Der Fernseher soll noch an die Wand mit einer weißen Paneele. Dann kommen hier auch diese Regale weg. Ach, Alex ist auch schon da. Das ging aber schnell. Das hat ja auch gerade gekocht. Ja. Das Bild. Papa, ich hab Mama gefragt, ob ich ein Eis kicken kann. Ich hab Eis. Farbenfroh. Man sieht auch schon, dass es ein Stier ist. Wir haben ja alles hier weiß und grau. Aber wir wollten halt ein farbiges Teil in der Wohnung. Und ich finde, da sollte man irgendwie entweder ein schönes Möbelstück nehmen, Dekoration oder einen richtig coolen Teppich. Wir haben ja jetzt hier genug Platz, weil wir das Sofa halt weiter vorgeschoben haben. Jetzt haben wir hier so die Sofaecke. Es ist alles einfach mega unordentlich. Wir bauen das morgen auf. Alex will Spargel essen. Oder wir bauen es heute auf. Wir bauen es jetzt auf. Wir bauen es jetzt essen auf. Kein Spargel. Wir haben noch genug Griechisch von gestern. Genau, und wir haben uns jetzt gedacht, den Platz müssen wir nutzen, damit jetzt eine weiße Kommode hinkommt. Und darüber dieses geile, bunte Bild. Das Bild ist wirklich Geschmackssache, aber wir finden es mega. Wir haben es gesehen, es ist auch nicht gedruckt, es ist handgemalt. Wir haben es gesehen und wir haben uns sofort drin verliebt und haben gesagt, boah, das ist mega modern. Wir finden es richtig geil und es sind halt Stiere. Leona und Pauline sind auch vom Sternzeichen Stier, das passt ganz gut. Oh je. Die Lampe habe ich geholt, damit du mir die anbringst heute. Und man sitzt halt jetzt auch näher am Fernseher. So sieht es hier aus. Gefällt dir das Sofa hier? Warst du uneinig, ne? Man kann auch noch da vorbeigehen. Der Gang ist groß genug. Wir finden übrigens unsere Couchtische nicht. Ich habe neue Couchtische bestellt. Die sehen so aus wie unsere Esszimmerstühle. Also weiß mit Eiche. Pauline ist da um die Ecke. Guck mal da. Da steht sie, meine Maus. Der Karton wurde nie geöffnet, aber ich befinde den nicht im Keller. Was ist? Ja, unser Bau. Oh, der ist so schön. Aber nicht auf dem Boden, wenn Pauline den isst, ne? Hallo Bonsai, hier ist dein neues Zuhause. Hallo Bonsai, hier ist dein neues Zuhause, genau. Der ist schon zwischen 8 und 10 Jahre alt. Genau, zwischen 8 und 10 Jahre, meinte die Verkäuferin. Kannst du schon mal dran gewöhnen, ne? Mein Schätzchen. Du sagst zu der Pflanze, mein Schätzchen. Da, 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 da. Papa! Wird der doch nicht zu groß hier? Das ist der Teppich, das ist so ein ganz flauschiger in Grau. Wie unsere Wand. Ich decke jetzt gerade einen Tisch fürs Abendessen, der Alex baut die Kommode auf. Ich habe gerade den Teppich da schon hingelegt. Ich glaube, man sieht es. Sieht ganz gut aus. Der ist richtig kuschelig. Ich habe jetzt hier noch Schafskäse, also pürierter Schafskäse vom Griechen. Das ist von gestern Abend übergeblieben. Ich habe ein paar Brötchen von heute Morgen aufgeschnitten. Das muss alles weg. Wir essen gleich zusammen, Schatz. Ein paar Oliven und Peperonis. Du kannst mir helfen, Tisch decken. Om, om, om. Komm, helf mir Tisch decken. Du brauchst eine Gabel. Bitteschön. Und wir haben übers Internet Musik. Das habe ich im Kindergarten. Ja? Mit Taxa-Soße. Gerade so für Fleisch oder als Soße. Und hier haben wir den Tzatziki. Zack! Seid ihr unter der Decke? Wie süß, guck mal. Wir spielen Höhle. Wo seid ihr? Guck, guck!
Guck mal! Ja. Pauline ist jetzt 11 Monate. Haar steht ab. Sie bekommt schon sein erstes Zähne. Ja, den süßen Strauß hat Leone aus dem Kindergarten mitgebracht. Hier ist jetzt noch der Rest von gestern Abend. Ein bisschen Pizza, Fleisch, aber das wird nicht reichen. Mache ich jetzt noch ganz einfach Pasta dazu. Ganz normale Fusilli. Dazu ein wenig Pesto, Basilikum, Rucola, das geht immer. Und wir haben auch frischen Parmesan. Ich kaufe den immer gerne am Stück, dann hobel ich mir den, weil der den Papa etwas ablenkt. Ey, Mausi! Lieber Tomate. Da geht der Schnuller raus. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht die ganze Tomate in eins runterschlucke. Macht Leona sich eine Höhle? Alex ist da auch fast durch. Ich habe jetzt gerade die Pasta fertig gekocht und in einer Mikrowelle. Schnell, stopp, stopp. So, und dann habe ich, wie gesagt, noch Pasta dazu gekocht. Das sieht so aus. Mit gehobeltem Parmesan und mit der Pesto. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte mir, ich filme heute mal weiter. Das Licht war gestern extrem dunkel. Die Kommode steht, das Bild hängt. Das sieht aber alles extrem klein aus in der Kamera. So sieht das aus mit deinen wundervollen Farben. Auf Instagram habe ich gefragt, wie ihr es findet. Und ich hätte echt gedacht, dass es wirklich die Minderheit schön findet. Aber viele finden es toll. Wir haben hier einfach Schubladen und Schränke. Und die Pauline, die ist im Meckermodus. Komm, was ist denn los? Hey, komm, was ist los? Super. Ja, super machst du das. Und sie guckt Kim Possible. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Platz sinnvoll noch genug. So sehe ich heute Morgen aus. Hi, auch nochmal von mir. Ich habe einen Turban auf, ne? Ein Handtuch-Turban. Ich war gerade duschen, der Alex ist jetzt da und duscht auch. Wir wollten heute mal in der Stadt frühstücken gehen. Wir haben so ein richtig süßes Café in der Stadt. Ich glaube, deswegen bin ich dir so ein bisschen weg. Bis 7:30 hast du geschlafen. Heute sind wir irgendwie spät dran. Genau, wir müssen noch die Deko wegräumen und wir machen gerade den Haushalt nebenbei. Wie es mit Kindern gerade so klappt. Ich kann schon mal Wasser machen. 50 Grad, dann ist das passend warm für die Flasche. Und ich freue mich total auf morgen. Morgen kommen die Plissés dran. Wenn sie so meckert, dann wird das meistens alles mit einer Hand erledigt. Aber geht alles. Ist ja nur Gewohnheit. Ich habe mir übrigens ein schwarzes Kleid angezogen mit einer blickdichten Strumpfhose. Ganz schlicht und einfach. Ich zeige euch das nachher. Und jetzt meckerst du, weil Mama dich abgesetzt hat. Warte. Ja, Mama macht doch das. Wir wollen gleich noch auf den Trödelmarkt bei uns in der alten Stadt. Einfach nur ein bisschen schlüren gehen. Man findet ja meistens immer eine Kleinigkeit. Familientag wird genutzt. Wir fahren für 3 Tage nach Bayern. Ich war noch nie in Bayern. Aber wir wollen das Legoland besuchen. Ich kann ja keine Karussells fahren, aber die Kinder. Da reicht Legoland aus. Ich glaube, Legoland ist ganz schön für die Kids. Ich war da selbst als Kind mal. Ja, Leona möchte da auch ihren Führerschein machen. Das ist total schön. Hi, ich melde mich zurück. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Es ist mittlerweile 17 Uhr. Wir waren auf dem Trödelmarkt. Ich zeige euch gleich die kleine Ausbeute. Leona fährt auf der Straße Roller. Und wir werden uns jetzt gleich in den Vorgarten setzen, weil unsere Terrasse ja noch nicht fertig ist. Und die Kinder werden gleich im Vorgarten spielen. Ich habe hier so ein schwarzes Kleid an. Das wollte ich euch heute Vormittag schon zeigen. Hier ist der Babybauch. Bald Halbzeit. So, ich zeige euch das mal eben. Einmal hat Leona sich 2 Monster-Hai-Puppen ausgesucht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Vielleicht könnt ihr mir das unten in die Kommentare schreiben. Wir haben für 2 Stück 12 Euro bezahlt. Ich glaube, die kosten neu 20 Euro. Da haben wir auf jeden Fall was gespart. Und Leona wollte diese unbedingt haben. Da habe ich gesagt, dann such dir doch noch eine aus. Dann hast du 2, hast ein Pärchen, kannst damit spielen. Ja, kommst du mit raus? Wir haben jetzt die Decke hingelegt. Da können die Kinder gleich spielen. Leona fährt City-Roller. Das ist auch noch, die habe ich schon gezeigt, deine Puppen, Schatz. Ich habe ein Kleid gefunden. Und dann haben wir das Xylophon mitgenommen für 3 Euro. Das ist halt aus Holz. Das ist auch ein größeres. Genau. So geht's vom Kopf. Die Kinder haben voll Spaß.
Jetzt hast du mein neues Kleid schmutzig gemacht, ein Baby. Muss ich eh waschen. Auf jeden Fall, das Kleid ist von H&M. Und sie meinte, es wird nur einmal getragen. Es ist halt so schwarz-weiß gepunktet. Dachte mir, für die Schwangerschaft im Sommer mit dickem Bauch. Dann haben wir noch ein paar Bücher mitbekommen. Alex macht gerade unser Paket auf. Ein Roman. Was ist das? Limit. Giganten. Davon gab es eine Verfilmung mit James Dean. Mit James Dean, okay. Dann habe ich 3 Kinderbücher mitgenommen, was natürlich immer geht. Einmal für Leona Tic-Tac-Tiger-Uhr, damit sie die Uhrzeit lernen. Für 1 Euro musst du das mit. Und dann ganz bekannt Elmar für 3 Euro. Ich habe es für 2 bekommen. Auch ein ganz bekanntes Kinderbuch. Alex packt gerade den Kindertisch aus. Und dieses hier fand ich auch ganz gut. Das ist so ein Klappbuch für 1,50 Euro. Welcher Hut steht mir gut? Das ist ganz süß gemacht. Schaut mal. Das war übrigens in dem Paket, was Alex eben ausgepackt hat. Das sind Stühle und ich finde es mega süß. Das sind so Hasenöhrchen. Perfekt jetzt für Ostern. Und ich dachte mir, das kann man hier gut hinterm Sofa stehen lassen. Da können die Kinder daran malen oder so. Genau, ich mache jetzt Abend für Essen für uns. Die anderen sind noch draußen, nutzen das schöne Wetter. Es ist herrlich. Es ist, glaube ich, 22 Grad. Wir räumen hier noch auf und dann geht es auch nachher schon ins Bettchen. Ich würde sagen, bis bald. Tschüss.